Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher hier auf YouTube und auch auf Telegram. Ich sage jetzt einfach mal Prost. Jo, die auf Telegram, die wissen vielleicht schon, um was es da jetzt geht. Ich habe eine kleine Vorankündigung gemacht. Was könnte das sein? Ja, was könnte das eben sein? Es ist kein Kombucha, sondern es handelt sich um Kefir und auch nicht um den bekannteren Milchkefir, sondern um den sogenannten Wasserkefir. Weil der Milchkefir ist für Menschen, die keine Milch trinken wollen, nicht so wirklich gesund. Und Wasserkefir gibt genau das Gleiche her und ist eben mit Wasser und ohne Milch. Also Wasserkefir ist ein probiotisches Getränk, das sich brutal gut eben auf den Darm, auf die Darmflora, auf das komplette Mikrobiom und alles, was mit einem gesunden oder weniger gesunden Darm zu tun hat, aus. Und das ist das Gute an der ganzen Sache. Trink jeden Tag einen halben Liter bis einen Liter Wasserkefir und du wirst pumperl gesund. Nein, es ist jetzt kein Heilversprechen. Ich habe es nur gesagt, weil es sich so wunderbar jetzt einfach ausgegangen ist. Aber wie gesagt, wenn der Darm einfach gesund ist, dann ist der Mensch meistens auch gesund. Also da sind wir schon mal super, super gut benannt. So, jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich eine Ordnung hineinbringe da in das Video. Also der Wasserkefir. Wie funktioniert das? Das Ganze funktioniert mit Wasserkefir-Kulturen. Jetzt halt es rein da und da unten müsste man das sehen, das was ein bisschen so milchig weiß ist, das sind die sogenannten Kefirkristalle. Die sind so Gelee. Artig, so Gelee-Kügelchen, Hefepilze und Bakterien sind es eben, die dafür sorgen, dass der Zucker, der da auch reinkommt, eben von den Bakterien und Pilzen verstoffwechselt wird, also gefressen wird, gefuttert wird und die dann daraus eben diese wunderbaren probiotischen Vitalstoffe inklusive Vitamine machen, die dann eben diese super gute Wirkung haben sollen auf den Darm und auf alles dann, das mit einem gesunden Darm zusammenhängt. Ja, die folgenden Wirkungen basieren auf Erfahrungen, die auf der ganzen Welt mit dem Wasserkefir gemacht wurden. Und das erzähle ich euch jetzt einfach mal so, habe ich mir das ein bisschen aufgeschrieben, damit ich ja nichts vergesse. Der Wasserkefir beeinflusst, habe ich jetzt eh schon gesagt, beeinflusst grundsätzlich mal die Darmflora und lindert eben auch entzündliche Darmzustände. Er kann zum Beispiel eben auch zum Aufbau der Darmflora genutzt werden. Dann reguliert er die Verdauung und verbessert und oder optimiert eben auch die Nährstoffverwertung, was natürlich auch super, super wichtig ist. Dann wirkt sich dadurch eben auch die Haut, ja, die Hautgesundheit supermäßig auf. Wir wissen ja, wenn der Körper nicht gescheit entgiftet, wenn wir da viel zu viel drinnen haben, im Darm, wenn das nicht gescheit funktioniert, dann wird natürlich das Ganze über die Haut einmal ausgeschieden und dann kriegt man halt Pickel, dann kriegen wir Akne oder sonst irgendwas, wirkt sich auf die Haut eben aus. Ja, auch können sich Allergien eben auch legen, wenn man täglich ein bisschen an Wasserkefir konsumiert. Weiter könnte man den Kefir auch auf die Haut für die Schönheit auftragen, also von äußerlicher Anwendung Gesichtsschönheit. Die Haut wird dann weich und schön wie ein Kinderpopo. Möglicherweise, ich habe es noch nicht probiert und mir könnte es auch nicht schaden. Ja? Weiters soll der Wasserkefir eben auch den Hefepilz, den Candida albicans verdrängen. Also die meisten werden diesen Candida albicans kennen. Das ist ja jetzt nicht wirklich was, vor allem wenn eine größere Menge vorkommt, das für uns so gesund ist, weil genau der eben alle anderen wichtigen Bakterien und möglichen Pilze, die wir so brauchen, verdrängt. Ja, dann gibt es eben auch noch positive Berichte bei Arthritis, bei Reizdarm, Nona, bei Migräne, beim chronischen Müdigkeitssyndrom, bei Depression, bei ADHS, Akne und
noch vielen weiteren Beschwerden. Also das sind eh alles bekannte Symptome, da wo man weiß, das hat mit der Darmflora, mit einem gesunden oder weniger gut funktionierenden Darmmikrobiom zu tun. Und dann kriegt man eben diese Symptome. Ja, wichtig für Diabetiker ist vielleicht noch zu wissen, man nimmt ja zum Ansetzen circa 3 Esslöffel Zucker her. Das wird grundsätzlich verstoffwechselt, es bleibt aber ein bisschen Zucker bleibt übrig. Das sollten Diabetiker einfach auch hier mitberechnen. Aber wie gesagt, umso länger das Ganze fermentiert, das sollte so 24 bis 48 Stunden eben sein, umso länger es fermentiert, umso weniger Zucker ist dann einfach auch drinnen. So, schauen wir weiter, damit ich ja nichts vergesse. Das habe ich eh schon gesagt, durch die Verstoffwechselung eben von den Bakterien und den Hefepilzen mit dem Zucker entsteht Kohlensäure, es entstehen die ganzen Vitalstoffe, die Probiotika eben, und es entsteht auch ein bisschen Alkohol dadurch. Durch diesen Gärungsprozess entsteht ein bisschen Alkohol, und hier muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze nicht eine ganze Woche lang hier fermentieren lässt, sondern maximal 48 Stunden. Also optimal, wie gesagt, ist 24 bis 48 Stunden, und dann hält sich der Alkohol auch absolut in Grenzen. Also wir reden da von 0,123% und nicht, weiß der Kuckuck, wie viel Menge. Ja. Im Wasserkefir können dann 10 bis 60 Bakterienstämme eben entstehen oder enthalten sein, besser gesagt. Und das ist um ein Vielfaches mehr als in diesen typischen Probiotika, die man so kaufen kann. Da hat man vielleicht dann 3 Bakterienstämme drinnen, und das war's dann. Ja, meine lieben Freunde, das ist einmal so im Schnelldurchgang das Wichtige dazu, zu dem Förderlichen für den Körper, natürlich auch für den Geist und für die Seele. Jetzt sage ich euch noch schnell, wie die Anleitung geht. Ich werde ein zweites Video noch machen und dann genau Schritt für Schritt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber keine Angst, es ist alles nicht so kompliziert. Auch ich habe es relativ flott begriffen. Aber nur so, damit man eine Vorstellung kriegt, mal eine Anleitung. Als erstes haben wir die 3 Esslöffel Zucker. Hier bitte entweder normalen Industriezucker verwenden oder Rohrohrzucker, aber keinen Zuckerersatz wie eben Stevia oder den Zucker eben auch oder den Erythrit, weil den können die Bakterien und die Pilze eben nicht verstoffwechseln. Das heißt, da würden die verhungern mit dem. Also entweder normal Industriezucker, Rohrohrzucker, was auch geht, ist zum Beispiel Melasse und Ahornsirup. Bitte keinen normalen Honig, weil der Honig ist zu gesund. Der würde dann die Bakterien killen. Das wollen wir ja nicht. Ja, dann geben wir den Zucker in einen Liter Gefäß, sowas oder irgendwas anderes, muss nicht so hübsch und schön sein. Geben wir zuerst einmal den Zucker rein und dann gießen wir das Ganze mit etwas warmem Wasser auf, damit sich der Zucker gut auflöst. In weiterer Folge gießen wir das Ganze dann mit einem Liter Wasser auf. Jetzt haben wir den Zucker drinnen, der ist gut eben auf, der hat sich gut aufgelöst, dann gießt man das Ganze nochmal mit normalem Wasser auf und dann gibt man eben die Kristalle dazu. Die muss man sich einfach mal wo kaufen oder man bekommt es von jemandem, weil die werden immer mehr. Ja? Und wenn man dann eh zu viel hat, kann man ja auch leicht mal welche abgeben. Also die vermehren sich, das ist das Gute. Man muss die nicht mehr kaufen, einmal gekauft und dann vermehren sich die. Also nach dem Liter Wasser gibt man diese Kristalle hinein, circa auch wieder 3 Esslöffel, und dann kann man dann noch so ein bisschen herumprobieren. Was da sicher noch ganz gut ist, ist eine Zitrone, Bio-Zitrone, so 2-3 Scheiben. Ich habe da auch welche drin, das sieht man, und Sultaninen, ja, das sind ganz gut, weil die haben zusätzlich eben auch noch guten Zucker. Die Zitrone hat noch Mineralien drinnen, die eben auch wichtig sind für den Fermentationsprozess. Und das war es im Grunde genommen dann schon. Man deckt es ein bisschen ab, man muss es jetzt gar nicht so machen wie da. Es genügt vielleicht ein Bierdeckel drauf. Und wenn ein bisschen mehr Luft kommt, dann ist eben auch weniger Alkohol drinnen.
Dann lasst man das und wie gesagt, maximal 48 Stunden, von 24 bis 48 Stunden, da gärt und fermentiert das Ganze. Dann seibt man das Ganze ab, ja, dass man nur mehr sozusagen das Getränk hat, ohne den anderen festen Inhaltsstoffen. Und da bitte kein Sieb hernehmen, das aus Metall besteht, weil das Metall mit den Kristallen nicht so gut ist und die da irgendwie eine negative Wirkung auf das Ganze haben. Aber das kennen wir eh auch von anderen Dingen, dass man nicht unbedingt Metalllöffel und dergleichen hernehmen soll. Also da bitte ein Sieb, das nicht aus Metall ist und auch nicht mit einem Löffel, mit einem Metalllöffel herumrühren, dann nimmt man halt ein Holzding oder irgend so was in die Richtung. Ja, und das Ganze kann man dann immer wieder verwenden. Wie gesagt, diese Kristalle, die sind ja nicht weg. Ja, ich habe das jetzt heute so gemacht, ich habe das vor 3 Tagen das erste Mal bekommen. Ich habe das bis auf da herunten, habe es sozusagen abgeseiht, da ist das Flüssige raus. Ja, und dann habe ich es einfach wieder mit Wasser und mit Zucker aufgegossen und wieder ein paar so Zitronen rein. Und das darf jetzt wieder 2 Tage fermentieren und dann ist das nächste fertig. Man soll ja so am Tag so einen halben bis therapeutische Wirkung ist 1 Liter so herum, bis 1 Liter täglich zu sich nehmen. Also das heißt, da darf man schon jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nachdem dann, was ansetzt. Sonst geht halt dann so dahin. Ja, meine Lieben, in dem Sinne, ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen. Ich bin gespannt auf die Wirkung, weil ich merke das bei mir immer sehr schnell, wenn der Darm so ein bisschen spinnt, sage ich mal jetzt nicht so ganz so toll läuft oder wenn die Winde wieder kommen, hat natürlich auch, ich weiß es, mit Weizenkonsum in erster Linie zu tun, aber zusätzlich mal schauen, wie die Wirkung ist. Man soll sich auch besser fühlen nach dem Sport. Ich habe gestern ziemlich übertrieben. Ja. Gestern fühle ich mich halt echt matt. Jetzt geht's wieder, muss ich sagen. Aber heute habe ich so einen richtigen Faultag eingelegt, was für mich eher eine Überwindung ist. Einmal nichts zu tun, das Wetter ist eh grauslich. Also von dem her, und da soll es eben auch wunderbar wirken. In dem Sinne, alles Liebe, euer Geo. Bis zum nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus. Wir sehen uns.